Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Meisterschaftsspiel zwischen Holstein Kiel und dem SV Darmstadt 98. Die Partie endete vor 8.527 Zuschauern, 4:2 für Holstein Kiel. Ich begrüße die beiden Trainer, Dirk Schuster vom SV Darmstadt 98 und Tim Walter. Herr Schuster, Ihre Einschätzung bitte. Ja, erstmal schönen guten Abend. Glückwunsch an Holstein Kiel zum Sieg. Ich denke, dass wir ein intensives Spiel gesehen haben, in der ersten Halbzeit auch relativ ausgeglichen, wo wir auch durchaus verschiedene Möglichkeiten und Chancen hatten, Tore zu schießen. Ich glaube, dass Kiel einfach effektiver war, dass wir so ein bisschen die Liebe am Verteidigen vermissen lassen haben, einfach brutal einfache Gegentore bekommen haben, die wir selber mit unterstützt haben. Und ich denke, dieser englischen Woche mit 10 Gegentoren waren sicherlich ein paar Kuriose dabei gegen uns, aber auch welche, die vermeidbar waren. Und ich glaube, dass wir von der spielerischen Komponente kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht haben, aber im Defensivverhalten sehr viele Sachen haben liegen lassen, die wir uns in den ersten Partien der Saison erarbeitet hatten, die wir auch gezeigt haben und einfach zu viele Gegentore bekommen. Zweite Halbzeit mit einem Mann mehr habe ich durchaus erwartet, dass wir neben der Dominanz auch noch mehr Zielstrebigkeit an den Tag legen, noch mehr Tempo im Passspiel hinkriegen, um die Kieler vielleicht noch in die eine oder andere Verlegenheit zu stürzen. Das Gegenteil war dann der Fall, wie es halt meistens so ist. Der Gegner macht noch einen Schritt mehr, er fühlt sich vielleicht ein kleines bisschen benachteiligt, das Publikum ist da, die Spieler sind sehr aggressiv in den Zweikämpfen und das hat dann auch so ein bisschen einen Ausschlag gegen uns gegeben. Ich denke, das 4:2, obwohl wir nochmal alles versucht haben, auch da wieder ranzukommen und Serdar Dursun und sein Kopfball am Pfosten vorbeigestrichen ist, da nochmal ein bisschen für Unruhe zu sorgen, vielleicht noch was mitzunehmen. Aber wer so viele Fehler in der Defensivarbeit macht, der hat es dann auch nicht verdient, hier zu gewinnen oder einen Punkt mitzunehmen. Dementsprechend ist das für mich auch ein verdienter Sieg von Holstein Kiel. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Schuster. Tim, deine Einschätzung? Na, danke nochmal, Dirk. Ja, ich glaube, dass wir auch eine sehr intensive Woche hatten, wo wir uns wirklich auch, das Licht blenden, das war in Berlin noch schlimmer, aber hier ist es auch nicht so einfach, ich sehe da nicht so viel, dass wir auch eine intensive Woche hatten und wir uns fußballerisch auf jeden Fall brutal entwickelt haben. Ja, leider haben wir in Berlin wenig mitgenommen, aber da haben wir unser bestes Spiel gemacht bisher. Das war im fußballerischen Bereich top, im Herausspielen von Torchancen top. Ja, und wir haben heute versucht, da weiterzumachen, waren effektiver letztendlich im Chancen verwerten. Man muss aber auch sagen, dass die Tore überragend herausgespielt waren. Ja, beim zweiten hatten wir ein bisschen Glück von Alex, aber das gehört auch dazu. Das ist uns am Dienstag verwehrt geblieben. Von daher glaube ich, dass wir effektiv waren im Chancenverwerten. Allerdings waren wir auch nicht sehr konsequent im Verteidigen, weil sonst wären uns die zwei Gegentore nicht passiert, weil da waren wir ein bisschen nachlässig. Ist aber auch verständlich, weil es eine wirklich intensive Woche war. Von daher haben wir uns dann nochmal in der zweiten Halbzeit viel mehr gestrafft und jeder war für jeden da. Das war eine Top-Team-Leistung und auch in Unterzahl haben wir versucht, Fußball zu spielen und haben Dinge kreiert. Und von daher glaube ich, dass der Sieg absolut verdient war. Vielen Dank, Tim. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Keine, dann bleibt doch aus der Ecke kommen wir an, ne? Warte mal ganz kurz, kannst du einmal das Mikrofon? Ach so. Und einmal bitte sagen, wer Sie sind. Michael Maxen, mein Name von FFH aus Hessen. Herr Schuster, wenn Sie sagen, dass die Liebe zum Verteidigen ein bisschen verloren gegangen ist, das war ja am Anfang der Saison ganz anders. Wie erklären Sie sich das und vor allem, wie kann man das denn jetzt abstellen? Ja, wie erkläre ich mir das? Ich glaube, dass eine gewisse Euphorie mit 10 Punkten aus 5 Spielen durchaus da war bei uns.
dass wir in dieser Richtung auch sehr gut verteidigt haben, immer auch knappe Ergebnisse mit 1-0 hatten und natürlich auch wir uns fußballerisch und spielerisch weiterentwickeln wollten. Ich denke, so wie ich auch gerade versucht habe anzudeuten, es waren jetzt in dieser Woche sehr viele kuriose Tore dabei. Ich fand es auch nicht, dass die Tore der Kieler heute alle top herausgespielt waren. Da muss ich ein kleines bisschen widersprechen. Das erste war eine Standardsituation, das zweite war eine abgefälschte Flanke, die hinten reinfällt. Das dritte war ein Notschlag vom Torhüter, den ein Spieler von Kiel außen läuft und eine Flanke schlägt. Das vierte war dann gut herausgespielt, da gehe ich mit. Aber ich denke, dass man diese Situation mit mehr Konsequenz und mit hundertprozentiger Konzentration und mit einem sehr aggressiven Abwehrverhalten und Defensivverhalten durchaus verteidigen kann. Und da müssen wir jetzt in den nächsten Tagen den Hebel ansetzen. Wir haben jetzt keinen geringeren als einen HSV bei uns zu Gast und dass die auch eine enorme spielerische Qualität, individuelle Qualität mitbringen. Da wird es umso mehr gefordert sein, dass wir in der Defensivarbeit im sauberen Verteidigung zulegen, ein paar Schippen drauflegen, um da auch bestehen zu können. Gibt es weitere Fragen? Nicht? Dann bleibt mir noch der Hinweis auf das Heimspiel unserer U19 am Sonntag, 15.30 Uhr im City-Fußballpark gegen den TSV Sasel. Und ja, dann wünschen wir jetzt für Darmstadt eine gute Heimreise. Und wir sehen uns wieder am 20. Oktober gegen 1. FC Köln. Danke.